Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 4 Online 2022 und ich habe eine Einladung bekommen, deswegen gehen wir mal rein. Denn heute werden wir so ein bisschen versuchen, die Teamsiege zu bekommen. Ich habe mich da mit jemandem abgesprochen und es soll noch eine andere Person dabei sein und eben mein zweiter Account. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir fangen an mit Carjacker. Das ist ja noch kein Teamspiel, aber da brauche ich den Sieg ja auch und da reichen auch zwei Spieler. Und genau. Und wir werden währenddessen hier über das Handy kommunizieren. Alles andere wäre einfach technisch nicht möglich gewesen, wenn ich jetzt hier auch noch mit Voice Chat das gemacht hätte. Also das hätte gar nicht funktioniert. Und ja, ich kann ja nochmal zeigen, es geht heute um folgende Trophäen. Übrigens, wir haben den 25.06. gerade. Und es ist schon relativ spät, aber ja. Man muss ja auch erstmal, wir müssen auch halt beide erstmal Zeit haben dafür. Und dann geht es heute um die Trophäen. Voller Einsatz für das Team und natürlich Dosvidanja Petrovic. Das ist ja klar. So, die beiden Trophäen. Es kann sein, dass ich hier und da auch mal ein paar Cuts setze, wenn das zu lange dauert zwischen den Lobbys. Aber das am Anfang lasse ich jetzt auf jeden Fall nochmal drin. Na, ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Schnitt, bis es dann wirklich losgeht. Ihr habt jetzt gesehen, ich wollte die Folge einmal einleiten und ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn es hier wirklich losgeht. Bis gleich. Holy shit, das hat jetzt echt eine Weile gedauert, aber wir sind jetzt endlich zu viert hier drin. Holy moly. Also das scheint wirklich richtig buggy zu sein mit den Einladungen. Das haben wir ja kürzlich auch schon festgestellt bei dem Video, wo wir alle auf Happiness Island Team Deathmatch gespielt haben. Da haben ja auch einige Einladungen nicht funktioniert und das ist jetzt hier auch der Fall. Und jetzt, ja, müssen wir im Endeffekt hier jeweils einen Sieg holen. Ich weiß nicht, also Killer braucht auf jeden Fall auch die Siege für die Trophäen. Ich weiß nicht, wie es bei Sonic aussieht, aber ich denke mal, das wird genauso sein. Und ja, dann können wir soweit loslegen. Carjacker, was Petrovic will, das kriegt Petrovic. Besorge ihm alle Autos, die er verlangt. Jetzt müssen wir natürlich noch einig werden, wer hier den Sieg eigentlich einfahren soll. Aber es geht los. So. Wer gewinnt das erste Match? Das müssen wir natürlich jetzt uns einigen. Okay, erst fängt Killer an, dann Sonic und dann ich. Okay. Alles klar. Ja, dann muss ich ja eigentlich gar nichts machen, so. Ich weiß es ja gar nicht. Also hier geht es irgendwie darum, Autos zu klauen und irgendwo hinzufahren, meine ich. Und ich muss jetzt eigentlich nur das verhindern. Also sollte ich es normalerweise verhindern, aber mache es ja nicht. Waren da nicht gerade Taxis da vorne? Ist Facecam in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Alles soweit gut ausgerichtet, ja. Ja, dann brauche ich ja jetzt eigentlich nichts tun. Dann können wir uns so ein bisschen die Welt anschauen oder so, keine Ahnung. Und dann kann ich dann am Ende dann das abhaken, dass wir den Sieg hier haben. Aber das sollte ja normalerweise nicht 10 Minuten dauern, also. Ich habe ja wie gesagt den Chat auf der PS-App offen. Und ja, wäre halt mit Voice-Chat viel zu kompliziert geworden. Erstmal habe ich hier zwei PlayStation 3s laufen. Eines hier vorne, direkt vor mir, unter meinem Schreibtisch. Und, ah genau, jetzt wird das Fahrzeug gestohlen und jetzt muss das zum Übergabeort gebracht werden. Und meine Aufgabe wäre jetzt normalerweise, das zu verhindern, aber das mache ich natürlich nicht. Ich fahre ein bisschen mit dem Motorrad, aber wie gesagt, ich habe hier unter meinem Schreibtisch meine PlayStation. Hier hinter ist meine andere. Das ist viel zu kompliziert sonst. Genau, das wäre einfach viel zu kompliziert. Dann auch Voice Chat, dann nehme ich noch hier für YouTube ein Video auf natürlich und kommentiere das noch. Und wie soll ich das denn? Das ist alles viel zu kompliziert. Oh,
Außerdem tue ich mich auch echt schwer, dann mit fremden Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, mit denen irgendwie zu quatschen oder so. Das ist jetzt nicht so. Das muss ich ja auch noch sagen. Das spielt natürlich dann auch noch mal ein bisschen rein. Oh cool, ich habe die Leute, also die Cops abgeschüttelt. Ah, ich weiß, es ist eine chaotische Folge, aber das ist eigentlich immer so, wenn man sich so verabredet mit anderen Leuten hier und dann versucht, das irgendwie zu gewinnen hier und zu wuppen. Weil ich glaube, wir haben alle nicht so viel Ahnung jetzt hier von den ganzen Modi und so. Dementsprechend wird das hier wirklich chaotisch, aber das ist ja eigentlich klar. Hauptsache, wir werden am Ende die Siege einfahren, das ist das Allerwichtigste. Und in der dritten Runde kann ich dann endlich hier zur Tat schreiten. Boah! Boom! Da hätte mich fast erwischt. Und ich hätte mein Charaktermodell, das wollte ich doch auch mal ändern, oder? Kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht machen, ne? Nö, aber ist ja auch nicht so schlimm, also ist doch cool. Wird ja jetzt auch nicht allzu lange dauern. Vielleicht schneide ich hier auch hier und da mal was raus, wenn es wirklich nicht so interessant ist. Das muss man dann sehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das mache, weil es passiert ja hier auch gerade nichts. Und jetzt ist halt ein Auto erst abgeliefert. Oder waren es schon zwei? Hol ein Fahrzeug. Oder sind das immer die 10 Minuten? Das kann natürlich auch sein, dass wer in 10 Minuten die meisten Fahrzeuge hat, gewinnt. Ja, ich glaube, das ist es nämlich. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch chillen. Und der am Ende das meiste Geld hat, also fürs Auto abliefern, wird man dann wahrscheinlich Geld bekommen. Und wer dann am meisten Geld hat, am Ende hat gewonnen. Also im Endeffekt ist es wirklich ein Abwarten der 10 Minuten. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, schneide ich das raus und dann sehen wir uns am Ende wieder, weil hier passiert ja nichts. Na, jetzt habe ich euch einmal gezeigt, wie wir uns hier abgesprochen haben, wie es läuft, etc. Aber mehr muss man dann auch nicht sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen, am Ende der Runde. Bis gleich. Leute, Zeit für den Stunt! Oder auch nicht. Wow, das hat ja wieder super funktioniert. Es ist echt herrlich. So Leute, das sind die letzten 15 Sekunden und dann ist die erste Runde auch schon erledigt. Und dann ist gleich Sonic dran und dann bin ich dran. Und dann kann ich endlich den Sieg hier wegstreichen. Und dann machen wir das gleiche nochmal in der Team-Carjacker-Variante. Ja, Killer hat jetzt gewonnen. Und wir können auch weitergehen. Mit dem Charakter auch weiter. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Ohne lange Umschweife direkt auf in die nächste Runde. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Runde fast vorbei ist, würde ich sagen, weil da wird sowieso nichts passieren. Bis gleich. So, die letzten Sekunden laufen. Und wie man sehen kann, Sonic hat jetzt gewonnen. Und jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich die Autos klauen. So. Weiter, 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 weiter. Und los geht's. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt muss ich... ich muss halt ein Fahrzeug mir holen jetzt. Gar kein Drama. So. Ich brauche jetzt irgendein Fahrzeug. Jetzt haben wir auch wenigstens mal ein bisschen Content, der sehenswert ist. Und nicht nur diese Warterei. Aber wie gesagt, ich habe euch das ja alles rausgeschnitten. Also mit dem Bus hatte ich jetzt eigentlich nicht vorzufahren. Das ist doch mal ein Auto nach Mars. Auch wenn es ein Stallion ist und ich über den Stallion ab und zu mal ein bisschen gelästert habe in meinen Let's Plays. Aber es war doch gar nicht so gemein, Stallion. Ich hab dich doch irgendwie lieb. Vor allem in dieser coolen Farbe. Muss man echt sagen. Schickes Auto. Wo fahre ich zuerst hin am besten? Oh, gleich hier vorne. So, ich muss ja nur ein Auto abliefern, so gesehen. Aber ich will natürlich trotzdem irgendwie hier was machen, damit ihr wenigstens einigermaßen was zu sehen habt. Auch wenn es natürlich ein bisschen... Ist ja klar. Ich habe ja gesagt, es wird viel Grinding hier sein und so. Und wenn ich das so sage, dann ist das halt auch so, ne? Da habe ich euch nichts vorgemacht. Ich habe euch einfach die Wahrheit erzählt.
So, hier ist die Karre. Hi. 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 Ach, hier sind sogar Feinde. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Autos stehen irgendwo rum jetzt einfach. Wie komme ich denn jetzt hier am besten raus? Das ist ja voll die Sackgasse hier. Ich meine, da komme ich doch niemals durch. Da muss ich raus. Und jetzt werde ich auch noch verfolgt mit... Ach, man wird mit... Von 3 Sternen wird man verfolgt. Oh Gott, der Druck ist sogar da. Der Druck ist ja sogar ein bisschen da jetzt. Und der Kopf. Hallo? Oh Gott. Jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Ich muss ja erstmal ein Auto ins Ziel bringen. Ich meine, das muss man jetzt erstmal schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe innerhalb von 8 Minuten, dann habe ich hier... Ja, einfach Zeit verschwendet. Und darauf haben die beiden sicherlich auch keinen Bock. Aber ja, die haben es auch hinbekommen, also kriege ich es auch hin. So, da ist ein bisschen demoliert der Wagen. Aber es geht doch einigermaßen. Ach, die Sterne sind sogar weg. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie entspannt. Einfach so ins Ziel fahren jetzt. Das ist doch gediegen. Und jetzt baue ich gleich so einen Crash, dass das Auto kaputt geht. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon irgendwie ein bisschen kommen. Sag mal, wie weit muss ich denn mit dem mit der Karre? Bis ins Nirvana hier. Ach, da ganz da oben hin. Nee, da kann ich nicht lang. Ich hab mich verfahren. Hier muss ich lang. Mir ist es auch völlig wurscht, wie viel Geld ich hier verdiene. Das ist so egal, es geht nur um den Sieg. So. Da muss das Auto rein, wahrscheinlich in die Garage, oder? Ach nee, das zählt schon. Hm. Ey! Aua! Die machen da ein kleines Straßenrennen, wie es aussieht. Oder doch nicht? Na, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Musik gehört und habe dann auch nicht mehr aufgenommen. Also... Ja, hab mir so ein bisschen die Zeit vertrieben, aber es ist halt wirklich langweilig, 10 Minuten lang zu warten und nichts zu machen. Gleich bei den Teamspielen brauchen wir ja nur noch zwei Runden, nicht mehr 3, weil wir ja dann quasi Team 1 kann gewinnen und Team 2. Also ich hoffe, dass wir da 2 Teams einteilen können. Das ist ja dann nur noch halb so wild dann. So, ich habe irgendwie gleich das Gefühl, dass ich durch die Fensterscheibe fliege. Ich weiß auch nicht wieso. Oh, aus dem Weg. Ey, das sah aus wie Claude. Irgendwie so vom Outfit her, aber ich glaube, das war er nicht. Und mein Controller schwitzt, weil es sind hier 23 Grad. Ich habe das Fenster geschlossen und hier laufen einfach 2 PlayStation 3 Konsolen auf Hochtouren und erhitzen den Raum damit noch weiter und... Ja, weiß nicht. Ich bin schon so ein bisschen am Schwitzen und mein Controller aber auch. Also das ist so... Links oder rechts? Ich muss links jetzt, ne? Oder rechts? So? Ja, hier ist irgendwo das Auto. Ach nee, das ist es noch nicht. Ich meine, wer kann... Man muss auch hin und wieder mal eine alternative Route einschlagen. Ist es einfach so. Na, das ist doch langweilig, immer nur den normalen Weg zu gehen, oder? Das denke ich mir jetzt hier dabei. Was ist hier denn passiert? Aha! Ja, ist das der neueste Trend hier? What the? Ist das überhaupt jugendfrei, was ich hier gerade zeige? Am besten nicht hinschauen, Leute. Das ist nichts für Kinder. Hi. Hi. So, schaffe ich das noch mit die Karre dorthin zu bringen?
Vielleicht. Ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Somebody save the smoke. Ach, da vorne muss ich schon hin. Das ist ja super in der Nähe. Was ist denn hier los? Das ist ja hier gleich. Chillig. Hier oben schon? Ne, unten ist es. Ah, okay. Da unten irgendwo muss ich runter. Wo? Ach, hier. Gleich rein. Und das ist jetzt natürlich gediegen. Und da vorne ist schon der Abgabeort. Jo, entspannt. Nehme ich so mit. $3000. Ja, aber noch ein weiteres Fahrzeug. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich muss übrigens mal meinen anderen Charakter auch mal ein bisschen bewegen, weil ich habe immer Angst, dass der rausgekickt wird. Ich weiß gar nicht, ob man... Wir waren uns nicht sicher, ob es bei Carjack überhaupt nötig ist, 4 Spieler zu haben. Aber wir haben es jetzt einfach mal gemacht, weil ich ja auch sowieso meine zweite PS3 anhab. Und dann kann man das ruhig mal machen. Hey! Hey! Bleib hier! Ah, du kommst zurück. Ah, ja, du willst mir dein Auto freiwillig geben. Ja, okay. Ich verstehe langsam. Hallo? Danke. Oh, was eine schöne Farbe schon wieder. Was sind das hier für Autos, die ich hier fahre? Alter, was eine Karre. Oh, das ist ein schönes Auto. Jetzt müssen wir noch 2 Minuten irgendwie rumkriegen. Für den ersten Sieg hier. Ja, er schreibt gerade hier danach das als Teammodus. Ja, wie gesagt, ja, machen wir. Und dann brauchen wir nur noch 2 Runden machen, statt 3. Also eine Einsparnis von 33%, das ist doch ganz ordentlich. Ist für euch irrelevant, weil ich es eh rausschneide, aber für mich ist das schon relevant. Das sind 10 Minuten meines Lebens, die ich sparen werde. Das, die Popelkarre soll ich hier entführen? Soll ich hier klauen? Hey, willst du mal bitte weggehen? Sorry. Moin. Ja, rauch du mal zu Ende. Ich nehme mal das Auto mit. Ciao. So, 1:13. Eine Minute. Ja, jetzt natürlich noch weniger. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Und ist die Helligkeit noch gut? Also, wenn sie jetzt wirklich, wenn es zu dunkel werden sollte, dann. Ich meine, gut, bei dem Wetter nicht. Also, bei dem klaren Wetter werde ich immer gut genug ausgeleuchtet sein. Aber wenn es jetzt wirklich mal so sein sollte, dass es zu dunkler ist, die Facecam, dann ist das so. Das ist immersiv, Leute, wenn man mich nicht mehr sieht, weil das Spiel dunkel ist. Das ist denn, ja, das ist ein Feature und kein Mangel auf meinem Kanal, in meinen Videos. Will ich hier nur einmal klarstellen. So, es könnte ein Fotofinish werden, richtig? Das ist aber jetzt auch, hätte ich jetzt einen Infernus oder so, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. So wird es sehr, sehr schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber... Es wäre schon geil. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Und es ist oben. Das heißt, ich müsste jetzt einmal hochfahren, oder? Ah, nee. Das wird nichts. Aber $3000 ist okay. Da vorne wäre das Ziel gewesen. Ist egal. Gewinner! Da kann ich mir richtig auf die Schulter klopfen. Für diesen tollen Sieg. So, jetzt kommt Team Carjacker. Hört sich gut an. So, da dürften 2 Runden reichen. So, dann, ich gehe mal rüber in das andere Team. Machen wir so und dann machen wir dieselbe Reihenfolge nochmal. Deine Gang muss Autos für Mr. Petrovic klauen. Was er will, das kriegt er auch. Stand das nicht eben bei dem anderen auch schon? Ich weiß nicht.
Von mir aus kann es jetzt losgehen. Ich will einmal nur noch mal das abhaken jetzt hier. Das machen wir auch nochmal wieder. Wie war das nochmal hier? Anmachen. Dann haben wir jetzt Carjacker. Carjack City heißt das hier im Englischen. Einmal abhaken. Und das wieder ausblenden. Stimmt, wir könnten auch zu dritt gegen den Account spielen. Das wäre natürlich eine Maßnahme. Warte mal. Ah, das ist eine gute Idee. Habe ich gar nicht dran gedacht. Probieren wir mal. Oh, das ist noch viel besser. Dann haben wir nur noch eine Runde. Wow. Das ist ein Five-Head-Move. Wirklich. Geil. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Stimmt ja. Hol das Auto. Cool. Das ist natürlich ein schlauer Einfall. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Cool. Das spart ja sogar Zeit und ich muss dann nicht mal schneiden, weil wir das einfach direkt machen können. Das ist natürlich perfekt. Aber eine Karre wäre trotzdem mal ganz nice. Da vorne ist das ein Motorrad oder was ist das da? Ja, jeder kann, glaube ich, eins nehmen, oder? Das ist nur ein Roller. Na gut, ein Roller ist besser als nix. Soll ich da einfach hinterherfahren? Ich würde mir eigentlich auch gerne ein anderes Auto holen. Och, egal. Ich fahre einfach mit. Ist ja auch egal. Dann lasse ich mich sonst ein bisschen durch die Gegend fahren. Und seht ihr, Leute? Es ist dunkel draußen. Also hier im Spiel. Und meine Facecam wird auch dunkler. Also ich finde, das ist eher wirklich mehr ein Feature als irgendwie störend. Das passt irgendwie. Wäre jetzt die Facecam auf einmal so mega hell, obwohl das hier mega dunkel ist im Spiel. Wird irgendwie gar nicht passen, finde ich. So, er fährt das jetzt ins Ziel. Ja, gut. Ich versuche mal das nächste Auto zu bekommen, wenn die beiden das abgeliefert haben, ihr jeweiliges. Also bleibe ich schon mal irgendwo hier stehen in der Nähe und dann wird hier wahrscheinlich irgendwo wieder ein Auto spawnen oder so. Aber das ist natürlich geil. Dann brauchen wir bei den Teamspielen echt immer nur eine einzige Runde, um den Sieg zu holen für alle drei Personen. Also eine bessere Situation gibt es gar nicht. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit mehreren, also wenn eine Person mehrere Accounts hat, dann muss man natürlich für den zweiten Account nicht auch noch einen Sieg holen. Und man spart somit Zeit. Man kann es natürlich auch mit vier Leuten machen, ist ja gar kein Problem. Dann muss man halt nur der einen Person auch noch helfen. Das spart man sich halt jetzt. Jo. Also vielleicht schneide ich hier auch noch irgendwas raus. Also das kann sein, weil hier passiert ja gerade echt nicht viel. Außer ich werde jetzt noch irgendwie ein Auto bekommen oder so. Dann lasse ich das natürlich drin. Aber, jo. Wir bräuchten halt jetzt auch mal Punkte. Aber die beiden kriegen das schon irgendwie hin. Ja, genau. Und somit haben wir das Spiel schon gewonnen. Ich meine, wir können ja gar nicht verlieren. Also, wir spielen gegen meinen zweiten Account. Wie willst du da verlieren? So, hol den... Ach doch, ich lasse es doch drin. Jetzt hole ich mir nämlich das Fahrzeug. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Ich will eigentlich auch nicht immer so viel rausschneiden, auch wenn es Grinding ist, aber es... Ja gut, ihr könnt die Folge ja überspringen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, aber es gehört halt dazu. Wie kann ich denn den Anspruch haben, eine Platin-Trophäe zu dokumentieren und so ein Gefühl zu vermitteln, wie schwer das ist, die zu holen, wie zeitaufwendig, kraftraubend das ist, wenn ich nicht einfach auch ein bisschen zeige, wie es ist. Ne, wenn ich immer alles nur wegschneide, dann könnte ja der Eindruck entstehen, ey, das ist ja... ein Selbstläufer oder so. Ist es ja nicht. So. Das ist aber gut, dass ich jetzt auch mal ein Auto stehlen kann, weil sonst ist es halt echt langweilig fürs Video. So. Let's go, Leute. Jetzt geht's hier ab. Kann ich hier rüber? Jo.
Hi. Ja, der versteckt sich aber gut. Hi. So, die beiden haben Auto abgeliefert. Jetzt ist mein Zug gekommen. Keine Sterne? So, und ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich mir so denke, dass ich wahrscheinlich in puncto Level 10 doch eher den Zaubertrick anwenden möchte, als da 50 Stunden zu grinden. Die Gründe habe ich euch ja schon genannt, dass das so einfach nicht funktioniert mit den aktuellen Gegebenheiten, mit meinem Internet und generell 50 Stunden. Wie kann ich 50 Stunden investieren in etwas, was ich innerhalb von so ein paar Stunden schaffen kann? Und ich glaube auch nicht, dass ich mich schlechter fühlen werde, wenn ich das am Ende habe. Dann bin ich einfach froh, dass ich es gemacht habe. Und diese 50 Stunden kann ich halt in andere Projekte investieren. Und davon habt ihr dann auch mehr, weil das ist ja eh so mega repetitiv. Also es wäre halt immer dasselbe so. Und das wird dann auch selbst als Livestream irgendwann mal langweilig, wenn man das 50 Stunden lang macht. Das ist irgendwann auch wirklich öde. Das ist wirklich etwas, was man eher privat machen sollte, wenn man es überhaupt macht. Aber YouTube-technisch, ich dachte am Anfang so, als ich das Projekt gestartet habe, vielleicht als Livestream ist es vielleicht okay, aber das wird euch auch irgendwann langweilig werden, das Grinding. Das ist dann auch irgendwann am Anfang vielleicht noch ganz cool mit mir zu schreiben im Chat, aber irgendwann ist es auch mal langweilig, wenn das Gameplay halt einfach nicht stimmt. Es ist halt einfach so. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich dann mit dem Zaubertrick machen, wenn ich den dann hinbekomme. Das ist eine Voraussetzung, aber ich denke schon, dass ich das hinkriege. Hier rein, oder? Hä? Wenn ich jetzt doch wüsste, wo man da rein muss. Hier? Das sieht sehr, sehr schmal aus. Muss ich ehrlich sagen. Hä? Von der Seite vielleicht? Ja, von hier. Oh mein Gott. Einmal komplett rum. Jeden Eingang falsch genommen. Bis man dann endlich mal da ist. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Ich bringe dir ein Auto, oder nicht hier, aber ich stell's dir halt hier hin. So. Das ist es, Leute. Wir haben's. Ich glaube, mehr werden wir nicht schaffen. Und ich weiß halt echt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe da gar kein Gefühl gerade für, aber zur Not schneide ich das so ein bisschen zusammen, aber ich will trotzdem noch einiges drin lassen. So soll's ja auch nicht sein. Aber wenn ich hier, ich kann ja so eine Special-Folge hier draus machen, die ein bisschen länger ist. Wo wir einfach die ganzen Siege holen, weil was soll ich das jetzt hier unterteilen? Eine Corvette. Oder eine Coquette, oder wie die hier heißt. Eine Coquette heißt sie, glaube ich, ne? Ja, eine Coquette. Croquette, Kroketten. Yummy, Kroketten. Die Farbe ist auch mega, ne? So, let's go, Leute. Lass uns ein bisschen die Stadt unsicher machen. So, danach ist dann Team Deathmatch, schreibt er. Das habe ich zwar schon geholt, den Sieg, aber das ist ja egal. Ich helfe den beiden ja auch gerne und ist ja auch... Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Dann bashen wir auf meinen zweiten Account ein. Das ist ja auch ganz cool. Boom! Wobei, ich glaube, Team Deathmatch geht ganz schnell. Ich glaube, da müssen wir nicht 10 Minuten warten. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Hey, ich werde einfach jetzt weiter aufnehmen. Und dann werde ich am Ende gucken, wie lang die Folge ist und dann schneide ich sie sonst ein bisschen zusammen, damit sie ein bisschen kompakter wird. Aber das ist ja auch völlig egal. Also, das ist ja... Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, um welche Trophäen es geht und dann ist es halt ein Special Part für diese Trophäen. Oder diese eine Trophäe erstmal. Und wenn es dann so sein sollte, dass wir vielleicht noch die Team-Challenges versuchen auf Bestzeit, dann werde ich das nochmal unterteilen in eine neue Folge. Weil dann geht es ja um die Zusammen sind wir stark. Trophäe. Zus-
Zusammen seid ihr stark. Wenn ich das höre, muss ich irgendwie immer an diese eine Yu-Gi-Oh-Karte denken. Wie hieß die? Gemeinsam seid ihr stark oder gemeinsam sind wir stark? Die eine, die war... Also früher, als ich noch in der Grundschule war, da war die super mächtig, die Karte. Ich glaube, das war die... Das ist eine Ausrüstungszauberkarte, die deinem Monster 800 Angriffspunkte gibt, glaube ich. Und Verteidigungspunkte auch noch? Oder nur Angriffspunkte? Für jedes Monster, was du auf dem Feld hast oder so. Oder irgendwie so. Das war damals... Also für mich als Casual-Spieler echt mächtig. Keine Ahnung, ob das damals auch schon noch mächtig war. Ich habe damals nicht... Und auch ich habe noch nie kompetitiv gespielt, also keine Ahnung. Team 1 gewinnt, ja. Geil. Hat geklappt. Team Carjacker. Können wir abhaken. Also Team Carjack City Dingsbums. Wo bin ich denn jetzt? Fliege ich jetzt raus? Irgendwas passiert jetzt hier. Weil ich nicht auf Weiter gedrückt habe? Oh nein, hoffentlich nicht. Ich glaube, ich bin jetzt wieder im... Nee, funktioniert. Okay. Dann gehe ich mal zurück ins Team. Und es sind nur 5 Minuten diesmal. Das ist doch fantastisch. So, ist das wieder Happiness Island? Es ist Happiness Island, hier sind wir wieder. Ja, jetzt müssen wir den anderen jagen. Meinen anderen Account. Ich opfer ihn dafür. Was ist nur aus ihm geworden? Das ist ein ehemaliger Level 10 Charakter. Der jetzt natürlich nicht mehr Level 10 ist, weil ich die Konsole gewechselt habe. Deswegen. Er hat die Platin-Trophäe geholt, dieser Charakter. Und jetzt wird er einfach nur verprügelt hier. Please, do not push me. So, wir gehen mal schön hier oben hoch. Ey, der hat sich aber auch den beschissensten Spot ausgesucht, mein Charakter, ne? Ich meine, er hat ihn sich nicht ausgesucht, aber... Das ist ja unglaublich. Ey, jetzt ist der hier echt hier vorne. So, das war's eigentlich. Wir haben gewonnen. Mehr müssen wir nicht tun. Das ist alles. So, mal gucken. Kann man hier raufspringen? Versuch's mal. Mit Anlauf wird's vielleicht gehen. So. Bin drauf. Er auch. Dab, 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 dab. Hat er eine Gaspuddel hier an der Seite? Nee. Oh, da hätte ich jetzt auch nochmal Bock drauf, so einen Hotdog-Stand in die Luft zu jagen. Ist das eine Granate? Hello, police. Ja, Feuerwerk! Feuerwerk! Ist hier eigentlich noch das Auto irgendwo? Hier war doch mal irgendwo ein Auto. Irgendwo war hier ein Auto. Irgendwo hier hinter oder so. Lass uns mal das Auto suchen. Dann haben wir eine kleine Aufgabe. Für die letzten 2 Minuten. Irgendwo hier war doch immer ein Auto. Ja, zernagelt ruhig meinen Account. Das ist alles in Ordnung. Das Motorrad hier ist es. Oh yeah. Ich will mein überfahren eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie weird auf dieser Insel.
Alter, was ist denn hier los? So, mein Freund. Es ist irgendwie... Tut es weh, sich selbst zu töten, aber es ist irgendwie cool. Oh! Ich hab mich selbst geplättet. So. Kleines Präsent. Bitteschön. Woo! Überraschte? Überrascht, oh, alles Gute zum Geburtstag oder was? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ah. Salto! Och Mann! Alles oder nix! Oh shit! So, jetzt gibt's nochmal einen kleinen Knall. Oder auch nicht. Doch, da! So, das war's. Ja, den Sieg habe ich ja schon, deswegen brauche ich ihn nicht abhaken. Jetzt kommt Team Mafia Jobs. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Wie ging das nochmal? Aber ich glaube, das ist auch schnell machbar. Gibt's eine neue Nachricht oder so? Geht das auch wieder so? Ja. Let's go. Du gehörst zu einer Gruppe Gangstern. Okay, habe ich nicht mehr vorlesen können. Wenn ihr es durchlesen wollt, dann pausiert einfach. Was muss man hier eigentlich machen? Ich glaube, wir müssen den einfach nur killen. Ich glaube, wir müssen den echt einfach nur killen. Und dann ist es geschafft. Mal gucken. Das ist irgendwie aufregend, auch wenn es... Petrovic ruft. Oh! Our men in the field are running low on supplies. Go out to their cars and bring with you a re-up of marijuana. Bringt zusätzliches Marihuana zu den Dealern. Ich hätte gerne eine schnellere Karre. Das ist mir alles gerade ein bisschen... Hm. Irgendwie, die da vorne... Die fahren alle weg? Ich hätte mir eben einfach eins schnappen sollen. Das war dumm. Dann nehme ich das hier. Hallo? Bitte? Hallo? Hi. Hey, komm, du wolltest da gar nicht lang. Du hast doch nach links geblinkt. Du wolltest da gar nicht lang. Du wolltest da gar nicht lang. Erzähl mir nichts. Du wolltest da nicht lang. Hallo? Kannst du bitte anhalten? Bitte. Ja, du, komm. Da, hallo. Hallo, Dammer. Ich hab ne Karre, endlich Sultan. So. Da ist es doch. Und die sind schnelle Autos. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Liefere das Mariana an die Dealer. Haben wir schon Punkte? Nö. Okay, let's go. So, die gelben Punkte sind die Zielorte, richtig? Ja, okay. Dann lass uns da mal hin. Team Mafia Jobs.
let's go. Oh, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ja, ich hätte... Ist der Punkt dann weg? Oder kann ich das da auch abgeben? Okay, dann muss ich da hinten hin. Okay, ist auch kein Problem. Dann gehe ich eben da hinten hin. Und wir haben ja jetzt eh gewonnen. Also, von daher. Boah, das ist echt heiß drin. Aber ich bin ja zum Glück keiner, der irgendwie hitzeempfindlich ist oder so. Das ist, geht bei mir echt klar. Weil damals in meinem Kinderzimmer, das war halt einfach so mega isoliert. Habe ich das schon mal erzählt, die Geschichte? Ich weiß nicht, aber das war auf jeden Fall so dermaßen isoliert, dass ich da wirklich... Dass im Sommer so mega heiß war in dem Zimmer. Aber das hat mich abgehärtet fürs Leben und jetzt macht mir Hitze gar nichts mehr aus. Sag mal, ist das hier der abgelegenste Ort überhaupt oder was auf dieser Welt? Was ist das hier? Hallo? Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin gefangen, Hilfe. Danke, das ist hier. Danke, Spiel. Boah, ja, das war wahrscheinlich genauso vorgesehen. Leg das Mariana hier ab. Genau an dieser Stelle und nirgendwo anders. Hallo, würdest du mal aufhören? Bitte. Schnapp dir das Bündelchen, mein Lieber. Nö, ich will es aber wieder haben. Ist doch... Es war doch nur ein Prank. Steig doch einfach wieder ein, okay? Entspann dich, mein Lieber. My nephew's crew is going to steal some flat screens. But they need some vans to do it with. Damn family, huh? Bring vans to him. Vans? Flachbildfernseher. Du hast immer Ideen, Petrovic. Also Petrovic ist mir auch echt ein, ist echt ein ganz merkwürdiger Typ. So ein ganz merkwürdiger Vogel. Aber er ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann, muss man sagen. Der ganz viele verschiedene Dinge tut. Also der ist wirklich am Hasseln, der Kerl. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das echt nicht berührt, 100%. Ich schwöre, Leute, ich habe das nicht berührt. Oder habe ich es doch? Ach ja. Das ist aber ein nettes Gefährt, was du da hast. Ich will damit irgendwie mal fahren. Eine Freeway, schön. Ja, jetzt kriege ich einen Stern dafür. Leute, wir dealen hier die ganze Zeit mit Marihuana und so, alles in Ordnung. Jetzt klaue ich ein Bike auf einmal so. Oh, den müssen wir festnehmen. Und 3 Minuten noch. Leute von heute. Ich würde ja gerne die Cops nochmal abschütteln, weil ich einfach nochmal gucken möchte, was wir so noch für Sachen offen haben. Irgendwelche anderen Teamspiele. Ich glaube, so viele sind das gar nicht mehr. Stimmt, Cops und Dings. Ah, das könnte man aber eigentlich nochmal aufteilen. Das wäre dann jetzt schon eine kompakte Folge. Und das andere ist ja dann nochmal ein anderer Modus, den man dann auch nochmal machen muss. Wo kann man hier lang? Ja. Oh, an den Strand mal ein bisschen. Oh, es ist echt ein schöner Strand hier. Kommt richtiges Strandfeeling auf. Oh, da unten. Kann man da vielleicht lang? Ja, kann man. Easy. Jo. Jo. Ich bin am abgelegensten Ort von GTA 4, ey. Hier findet Seven vs. Wild statt, einfach. Ich hab's geleakt.
Und hier kann man sogar hoch. Woo! Wow, ne. Da möchte ich jetzt gerne mal hoch. Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Au. Au. Was ist da gerade abgeflogen? Ich verstehe gar nichts mit das Spiel. So, nochmal. Und hoch und hoch. Und noch weiter. Dann machen wir es eben so. Auf die entspannte Art und Weise. Und mein Licht ist kaputt. So. Wir sind wieder da. Kann man hier durch? Jo. Eine Minute noch. Hallo. Schalte die korrupten Cops aus. Ihr seid ja eigentlich in der Nähe, oder? Das könnte sogar noch was werden. Ah, die kommen sogar hier entlang. Schlägt jetzt mein großer Moment. Ja. Für diesen Moment wurde ich geboren. Ja. Ja. Oh, jawohl, wir haben sie. Boom, Junge. Hä, müssen wir doch jetzt eigentlich? Boom, wir haben sie. Ach nee, der lebt noch. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, aber ist egal. Sieg ist Sieg. Und jetzt kommt Cops und Gangster und dann würde ich sagen, da machen wir dann, was würde denn jetzt noch kommen? Ja, Cops und Gangster. Ich glaube, da mache ich einen kurzen Schnitt und dann legen wir los mit Cops und Gangster. Und das wird ein bisschen länger dauern, weil man einmal als Cop gewinnen muss und einmal als Gangster. Und da gibt es diesen All-for-One-Modus und One-for-All. Und das kann ein bisschen dauern, deswegen würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. We'll be right back.